wenn wir jetzt auf die rein emotionale Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal schauen, total dramatisch. Weil wir sind es gewohnt, dass wir hier immer Menschen haben. Und zwar ganz viele aus aller Herren Ländern, man könnte sagen aus der gesamten Welt. Die kommen hier mehrfach im Jahr zusammen und wir sind die Gastgeber. Wir sind manchmal so, wir sind so wie so ein Geist manchmal. So kommt man sich manchmal vor. Wir sind da, aber es sieht uns keiner. Seit 1947 bringt die Deutsche Messe in Hannover Aussteller und Besucher zusammen. Silke Gartmann ist Pressesprecherin und kennt sich aus mit den Zahlen und Fakten rund um die Deutsche Messe in Hannover. Was zeichnet das Messegelände aus? Viele Hallen, viel ist hier möglich. Du kannst das Messegelände in Quadranten einteilen und damit mehrere Messen zeitgleich hier durchlaufen lassen, ohne dass sie sich kannibalisieren, ohne dass A was von B mitbekommt oder sich irgendwie in irgendeiner Form nicht wohlfühlt in der eigenen Community. Und damit hast du die Möglichkeit, als Unternehmen Deutsche Messe betrachtet, natürlich auch einen ganz anderen Umsatz hier zu generieren, als wenn du nur eine Veranstaltung hast, die auf einem kleineren Gelände läuft. So kannst du sagen, großes Gelände, bis zu 4 Veranstaltungen zeitgleich sind möglich und damit ein anderer Turnover. Wenn ich ein Haus bauen will, komme ich ohne den Maurer nicht aus. Da kann einer drin sitzen, der verdient 100 Millionen im Jahr, ne? Aber der wird das Haus nicht hochgezogen kriegen, weil er nicht mauern kann. Das ist hier so eine Übersicht auf der Niederspannungsseite. Die haben wir leider nicht auf dem System. Da müssen wir wissen, was passiert. Es ist Donnerstagvormittag. In Halle 1 wird gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du es gerade scharf stellen kannst, aber hinter mir ist eine kleine Wartungsangelegenheit. Also das ist das, was hier passiert, wenn keine Messen sind. Hier wird gewartet und alles instand gehalten, repariert, sauber gehalten. Ich meine, es sind auch riesen Fensterfronten, die wollen sauber gehalten werden. Wir müssen die gesamte Elektrik überprüfen. Wir haben Klimaanlagen hier drin, richtige große Eistanks, die in einem Bereich der Halle sind, den ein Besucher und auch ein Aussteller normalerweise gar nicht sieht. Also es gibt immer noch ein Leben, was zur Halle gehört, was dem Otto-Normalverbraucher verborgen bleibt. Und deswegen sind wir jetzt da und schauen hinter die Kulissen, zum Beispiel ins technische Magazin. Hier gibt es Werkzeuge, Ersatzteile und haufenweise Flaggen, die dann bei den internationalen Messen gehisst werden. Und das Weltweite macht die Messen natürlich auch besonders, genauso wie die Größe. Also du musst dir vorstellen, wir haben hier 1 Million Quadratmeter umzäuntes Gelände. Das ist extrem viel. Da drauf stehen 24 Hallen, die du nutzen kannst. Wir haben unterschiedliche Pavillons, wir haben ein unwahrscheinlich tolles Freigelände, viele, viele Grünflächen, die man wirklich jeweils nutzen kann. Und das hat uns auch gerade in Corona-Zeiten geholfen, dass wir, als wir nämlich die Infa 2020 ausgerichtet haben, unter Corona-Bedingungen, konnten wir wirklich mit vielen kleinen Ständen rausgehen auf die Grünflächen. Und die müssen natürlich auch gepflegt werden. Dafür sind hier täglich Gärtner unterwegs. In der hauseigenen Schilderwerkstatt werden riesige Banner, meterhohe Werbetürme, aber auch Hinweistafeln gestaltet, gedruckt und montiert. Wir haben immer noch ein Leben neben der Halle. Das heißt, wir haben hier unter dem Boden nochmal eine zweite Ebene. Da liegen alle Telekommunikationsleitungen. Die müssen gemessen werden, es muss geprüft werden, ob da irgendwo Leckagen sind, ob da Wasser reinfließt. Wir haben Lüftungsanlagen, wir haben eine Klimaversorgung, wir haben Heizung und dafür gibt es eigene Bereiche, die ich jetzt so nicht zeigen kann, aber die liegen im Prinzip so leicht über mir auf den Dächern. Und da müssen all unsere Techniker natürlich für sorgen, dass es für die nächste Messe immer läuft, dass da also keinerlei Störungen sind. Und das ist das, was hier passiert. Und darum kümmern sich rund 80 Mitarbeiter, auch in der Elektrik. Ein Blick in die Schaltzentrale. Von hier wird die ganze Stromversorgung auf dem Messegelände gesteuert. Mehrere Schaltkästen und Trafos sorgen dafür, dass die Messehallen hell erleuchtet sind.
Wenn dann doch mal der Strom ausfällt, gibt es 3 Dieselaggregate. Wenn wir zum Beispiel eine Veranstaltung fahren und uns ein Aggregat abstirbt, dann haben wir die Möglichkeit, ein mobiles hinzustellen, um dann eben die Notstromversorgung im Falle von einem Brandfall oder wenn ein Spannungsausfall ist, damit die Notbeleuchtung anbleibt und solche Sachen. Dass mal was ausfällt, ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ein paar Jährchen stehen die Hallen ja schon. Ja, das Messegelände steht hier seit 1947, das stimmt, das ist unser Gründungsjahr. Da sahen die Hallen natürlich noch ganz anders aus. Also wir haben nur noch ganz, ganz wenige Hallen, die so aus dieser Epoche kommen. Die werden aber wirklich gehegt und gepflegt und ansonsten ist hier zur Expo-Zeit extrem viel neu entstanden. Und das ist natürlich immer noch in einem Top-Zustand. Dann ist das natürlich sehr ärgerlich, dass die Hallen durch Corona seit Monaten leer stehen. Wie sieht es da gerade aus mit der finanziellen Situation? Die bessert sich langsam, weil die Perspektive nach vorne einfach jetzt wieder gegeben ist. Also das Land Niedersachsen hat ja seit Oktober die Möglichkeit gegeben, dass Veranstaltungen unter 2- und 3G-Bedingungen laufen dürfen. Und wir hatten jetzt im September auch schon 4 Gastveranstaltungen. Das war für uns alle ein totales Aufatmen, nicht nur für uns als Deutsche Messe, auch für den Kunden, der jeweils natürlich wieder Messe machen wollte. Und damit kommt jetzt langsam auch wieder Geld in die Kasse. Aber vom Grundsatz her fehlen uns seit Anfang 2019 über 85% Umsatz in den eigenen Kassen. Das ist schon ziemlich viel, aber die Situation bessert sich ja langsam. Also es ging jetzt schon wieder los im September und wir sind jetzt mittendrin. Also wir gehen jetzt mit großen Schritten hier am Standort Hannover auf die Pferd und Jagd zu, die ist im Dezember. Gute Aussichten für das größte Messegelände der Welt. Somit werden sich hier bald wieder auf knapp 400.000 Quadratmetern Fläche zig Menschen tummeln. Ein weiteres Stück Normalität zu diesen Zeiten. Thank you.